Wir sind zurück auf der Rennstrecke, Alter, trotz Lockdown. Wir sind wir hier in Portimão, der Oberhammer. Es ist der 10. November 2020. Wir sind hier mit 30 Leuten. Bike Promotion ist der Veranstalter. Bike Promotion hat es durchgezogen, hat es geschafft hier mit sämtlichen Auflagen. Wir können trotzdem fahren. Haben jetzt gerade eine gigantische Runde mit dem Leihauto hier gemacht, dass die Leute mal ein bisschen sehen, wo es lang geht. Ich muss mal relativ spitz anfahren. Also nicht zu spät einlenken, sondern relativ früh einlenken. Und dann hier ein bisschen so eine Umdrehung machen, so ein kleines V. Und hier wieder zurück, auf jeden Fall nochmal innen sein. Kurzes Briefing von mir. Ich war schon mal hier, habe den Leuten mal ein bisschen gezeigt, wo es hier lang geht. Es ist echt extrem schwierig, die Strecke. Und jetzt geht es gleich los mit der schnellen Gruppe. Schaut euch das an. Hier auf der technischen Strecke und mache ein paar Videos und schauen wir das an. Hier ist der berühmte Sprunghügel. Das ist abartig. Da kommen manche, die richtig schnellen Fahrer, kommen hier nur am Hinterrad den Hügel runter. Das ist der. Das ist dieser bekannte Sprunghügel aus der Superbike-WM. Und dann geht es in einer extremen Kompression, wie in so einer Art Fuchsröhre, hier quasi in der Linkskurve wieder den Berg hier hoch. Das ist enorm. Das ist teilweise so, als wenn da richtig die Lichter ausgehen. Ich habe schon ein paar Aufnahmen gemacht, aber jetzt warten wir mal kurz. Kommt keiner. Das ist abartig! Das ist wirklich eine der krankesten und krassesten Rennstrecken, die ich jemals erlebt habe. Das ist der Hammer! Das fühlt sich, wenn du da drauf fährst, fühlt sich so heftig an. Wirklich, verdrehst dir den Magen und die Augen und alles. Also das ist wirklich, hier brauchst du Kilometer, 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 um da richtig schnell zu werden. Ist echt nicht einfach. Ich war hier schon mal, aber das ist nicht ausreichend, um da schnell zu werden. Ich fahre jetzt mal weiter und schau mal, hier gibt es noch ein paar mehr Stellen. Bis gleich. Ich habe hier die Erlaubnis bekommen, hier auf der technischen Strecke quasi, neben der Rennstrecke mit dem Auto, mit dem Mietwagen rumzufahren, um einfach ein paar geile Positionen zu finden für richtig coole Shots. Es ist nicht so ganz einfach, weil man nicht überall rankommt, aber ich glaube hier vorne, hier ist noch so ein Sprunghügel, den schauen wir uns jetzt nochmal an. So, das hier ist jetzt auch nochmal so ein Sprunghügel. Da kommst du in Rechtsschräglage drüber und musst in Rechtsschräglage nach rechts rüber und nach links umlegen. Das ist eine der technischsten und schwierigsten Stellen, die ich jemals mit dem Motorrad gefahren bin. Das ist schon fast abartig. Schaut euch das an. Harry, was sagst du zu der Strecke in Portimão? Du kannst nichts mehr sagen. Was? Du kannst nichts mehr sagen. Für jeden unbedingt herkommen und die Eindrücke selber sammeln. Es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Wirklich wahr. Das kann man im Fernsehen oder wenn man das erzählt, nicht vermitteln. Das ist nicht vermittelbar. Wenn man das erste Mal selber fährt, ein Traum. Wirklich. Das ist unvorstellbar. Man lernt Motorradfahren neu. Und es ist jetzt nicht so, also wenn man Harry leicht sprachlos macht. Ne? Also wer ihn kennt, der weiß, der ist hart gesotten, aber ich habe ihn auch noch nie so verhalten. Wahnsinn, muss ich sagen. Es ist leicht zu markieren. Immer wenn man neu auf eine Motocross-Strecke kommt, sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, es fehlt eigentlich nur noch der Looping, oder? Es fehlt nur noch der Looping. Once again!
So, ich bin heute auf jeden Fall mit der R1 hier unterwegs. Danke an Bike Promotion übrigens zur Verfügung stellen. Serie 1, jetzt Slicks drauf, weil der Fred, mein Kunde, der ist schon relativ zügig jetzt geworden. Und jetzt brauchen wir Slicks, keine Straßenreifen mehr. Das war schon zu rutschig, gell Fred? Jawohl, auf jeden Fall. Also es war sehr rutschig. Die Reifen, der erste Satz Reifen ist durch und da können wir nicht mehr mitfahren. Ne, ich habe jetzt gesagt, wir müssen zur Vorsicht Slicks montieren, weil der hat jetzt auf einmal so am Kabel gezogen. Ja. Das habe ich ihm gar nicht gesagt, dass er so Gas geben soll. Das ist von selber gegangen. Ich habe ihm andere Sachen gesagt und dann hat er angefangen Gas zu geben. Das ist ja der Clou des Ganzen. So, da gibt es jetzt den neuen Bridgestone Slicks. Fahr im Soft vorne, schauen wir mal, ob das funktioniert. Genau so schaut es aus. Das ist das Bike von Fred, mit dem ich fahre. Der ist jetzt innerhalb so kurzer Zeit so schnell geworden, dass ich gesagt habe, okay, das hat jetzt keinen Sinn, wir machen jetzt Slicks drauf, dass wir noch ein bisschen Reserve haben. Also auskühlen tun die Slicks jetzt bei 205 nicht mehr hier. Da wäre es gestern noch ein anderes Problem gewesen, aber heute können wir dem schon Slicks zumuten. So, wir waren jetzt mal draußen, hier mit der Serie 1 und mit der Yate 1 zusammen, ein bisschen Spaß gehabt, schönes Onboard gemacht, gibt es ein extra Video dazu. Ist echt verblüffend, was das Serien Yamaha R1 Motorrad kann aus der Schachtel, bis auf die Bremse, die versagt dann nach 5-6 Runden, versagt die wirklich kläglich, aber da ist ja wirklich gar nichts gemacht, also da ist keine Bremsflüssigkeit verändert, keine andere Beläge, wirklich aus der Schachtel für die Straße. Und auf dessen ist es wirklich enorm, was da möglich ist. Das ist wirklich brutal. Schaut euch das Onboard-Video an, ich verlinke es. Ist echt abartig. Was sagst du, Harry, zu der Serie 1? Tipptopp, fast so gut wie eine Ducati von der Serie. Aber ist trotzdem Wahnsinn, oder? Sag mal ehrlich. Na, die Serienmotorräder sind ein Wahnsinn. Wirklich wahr. Ist egal, ob das jetzt ein Yamaha oder Ducati ist. Die beiden sind meiner Meinung nach von der Serie her am besten zu fahren. Das Krasse ist jetzt eigentlich, wenn du jetzt sagst, den Rundenzeitunterschied. Was denkst du, was man jetzt mit dem Superstock-Motorrad schneller fahren kann als mit dem Serienmotorrad? 2-3 Sekunden? Wir? Ja. 2-3 Sekunden, aber Preis ist halt doppelt. In etwa, ja. Also doppelter Preis für 2-3 Sekunden. Da kostet die Sekunde halt richtig Kohle im Endeffekt. Ne? Ja, aber das ist normal. Umso schneller es wird, desto teurer wird es. Aber es ist wirklich brutal, was das Motorrad serienmäßig kann. Ich war jetzt richtig vom Hocker. Natürlich fängt es dann an, hier ein bisschen Federbein und so, aber das ist trotzdem aus der Schachtel. Unglaublich. Ja. Also war schon cool. War schon cool. Ja. Also, geil. Oh. So, der letzte Tag in Portimao. Das ist schon fast ein bisschen schade, weil die Rennstrecke ist halt so geil. Ich möchte eigentlich nirgendwo anders fahren, aber jetzt fahren wir nach Jerez und Jerez ist auch cool. Wir sind hier übrigens direkt am Hafen. Was ziemlich cool ist. Absolut zu empfehlendes Hotel. Ich glaube, es heißt Tivoli, irgend sowas. Okay, jetzt alles zusammenpacken, den ganzen Scheiß und auf die Rennstrecke, tanken und dann gibt es ein geiles Onboard-Video. Ein richtig heftiges, hoffe ich.